herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, The Art of Transformation. Mein Name ist Freya. Ja, und lieber Wassermann, du bist natürlich hier, um dir deine Februarbotschaft bei mir abzuholen. Ich sitze hier in Bangkok, inmitten einer wunderschönen kleinen Oase. Ja, hier ist alles grün und rundherum um mich hat es Wolkenkratzer. Ich habe leider kein Mikrofon, also wird die Tonqualität des Videos wahrscheinlich nicht sehr gut sein, aber ich werde mir die beste Mühe für dich geben. Lieber Wassermann, bleib trotzdem dran, es wird interessant werden. Ja, das Bild, was ich für dich bekommen habe von der geistigen Welt, die Themen, die für dich, die Energien, die für dich anstehen im Februar. Ja, lieber göttlicher Pirat, so nenne ich dich ja immer. Und ich sehe dich auch immer wie ein Piraten auf diesem Schiff. Und ich sah dich wirklich durchs Meer gehen. Du hast die Flaggen gehisst, also alles klar. Du willst irgendwo hingehen, mein lieber Pirat. Aber irgendwie hat sich der Anker in der Mondsichel verfangen. Also das war ein wirklich ganz außergewöhnliches Bild, was ich da von dir bekommen habe, als eine Botschaft an dich. Was ist der Mond? Also der Mond hat für mich sehr viel zu tun mit den Tiefen der Gefühle, mit dem Meer, mit den Kreisläufen des Lebens, mit den Zyklusen. Ich weiß nicht, was er für dich bedeutet, aber irgendwie hast du dort noch den Anker gehabt und du eigentlich willst du in eine neue Richtung. Aber irgendwas hält dich dort noch, vielleicht unbewusst oder vielleicht etwas aus der Vergangenheit. Was das natürlich genau bedeutet, das kann natürlich deine Seele, weil der Mond steht auch für die Seele und für das Weibliche, kann dir natürlich am besten beantworten. Aber lass uns mal in die Legung zusammengehen. Zuerst die allgemeine, dann Finanzen, Beruf und dann Liebe und Beziehung. Spirit, bitte, für unseren Wassermann, Monat Februar. Und, by the way, happy, happy birthday. Aber wie gesagt, schau dir bitte die Videos nach unten an. Sie sind alle im Upload über den 13. Aspekt. Weil vielleicht bist du nämlich gar kein Wassermann. Gut. Ja, schau dir die Videos an. Die Liste, wie man das ausrechnen kann, ist im Community-Bereich, warum ich all das tue mit dem 13. Sternzeichen im Schlangenträger. Alles ist in diesen Videos zu finden, wenn es dich interessiert. Spirit, bitte, für den Wassermann, Monat Februar. Ja, wir haben die Wolken, und die Sonne, und die Fische. Ja, also, unglaublich. Also, eins ist klar. Es ist sonnenklar hier mit den Wolken und der Sonne, gerade in Kombi. Also hier Ende Januar, Anfang Februar, ich glaube, da hast du eben eine Art wie eine Richtung gesucht. Ich fühle bei dir wirklich, was man, du willst weitergehen. Du willst was Neues beginnen, was auch immer es ist. Beziehung, Beruf, überhaupt deine Lebensumstände. Du willst etwas Neues. Du willst dich neu erfinden irgendwie. Das fühle ich ganz klar. Aber irgendetwas hält dich noch fest. Was es ist, weiß ich nicht. Ist es deine Familie? Ist es ein Partner? Oder sind es noch einfach, kommst du immer wieder in die alten Kreisläufe hinein von, ich habe da so viele Ideen, aber irgendwie ist mein Anker da immer noch festgehaftet an vielleicht auch Ängsten oder was auch immer es ist. Wassermann, wenn du Hilfe brauchst, schau unten bitte meine Playlist an. Im Übrigen überhaupt, wenn du noch nicht weißt, wer ich bin und was ich alles anbieten kann, und das ist jede Menge und es ist wertvoll, dann schau dir unten alles an, meine Webseite, meine Playlist und so weiter. Vielleicht müssen wir dich hier mal freischneiden von altem Karma oder alten Verbindungen mit Erzengel Michael, ja, was auch immer dich hier festhält, welche Energieschnüre vielleicht oder Bänder dich hier nicht loslassen, um eben in diese Sonne hineinzugehen, ja. Weil sie ist hier, sie ruft dich, ja, die Sonne ruft dich. Vielleicht wird es dir auch
sonnenklar werden im Februar, in welche Richtung du gehen willst, vielleicht auch hier mit den Fischen in finanzieller Art und Weise. Was auch immer es ist, der Fisch ist Reichtum. Er bedeutet Reichtum, er bedeutet wirklich im Sinne von, ist auch Sternzeichen Fische. Man ist verbunden mit der Energie des Kosmoses, mit dem Leben, mit dem Meer hier. Man ist fröhlich, sollte sein, wie frei wie ein Fisch im Wasser, ja, und dort willst du hin. Vielleicht hilft dir hier wirklich eine Freischneidung. Aber die Energien für den Februar im Allgemeinen sind für dich super, super positiv hier mit der Sonne. Wo auch immer du hin willst, Wassermann. Hier scheint die Sonne für dich, ja? Das ist das Portal des Lebens und des Lichtes und der männlichen Energie, des Bewusstseins. Vielleicht holst du hier wirklich Dinge tief aus deinem Unterbewusstsein hervor und dir wird sehr vieles bewusst, was du vielleicht in der Vergangenheit verpasst hast oder missachtet hast oder was dich angehaftet hat, was auch immer es ist. Ich glaube, du fühlst, was ich dir sagen will, lieber Wassermann. Kennen wir alle. Mach dich frei. Mach dich frei. Du bist Uranus. Du bist das neue Zeitalter. Deine Energie, ja, diese wahnsinnige goldene Energie der Kreativität, des Wissens, der Erleuchtung, all das gehört dir, Wassermann. Dort gehen wir hin. Und wir alle sind auf deinem Schiff. Jawohl. Spirit Hickey. Finanzen und Beruf. Ich möchte mich wirklich auch für die Geräusche hier ein bisschen entschuldigen noch. Stört dich einfach nicht daran, Wassermann. Ich tue es auch nicht. Spirit. Ja, du gehst hier. Das ist sehr gut. Ah, das könnte natürlich auch etwas sein, weil die Fische bedeuten auch Finanzen. Und ich sehe hier im Finanzbereich bei dir, dass du hier definitiv ein bisschen über die Bücher gehst. Vielleicht hast du hier auch mit der Kombination mit den Mäusen ein bisschen ein leeres Portemonnaie, wenn ich es so sagen darf, oder auf dem Bankkonto ist vielleicht auch gähnende Leere. Vielleicht fließt es finanziell bei dir nicht so gut im Februar. Du wirst hier definitiv über die Bücher gehen, wenn du ein Geschäft zum Beispiel hast. Lass doch mal jemanden kommen. Vielleicht ein Berater oder jemand, der dir hier auch aus einer Schuldenfalle vielleicht raushelfen kann. Oder auch, würde ich tendenziell sagen, pass mal im Februar ein bisschen auf deine Finanzen auf, sei nicht zu großzügig, weil, weißt du, Mäuse, wir mögen die Mäuschen, ja, aber nicht in der Küche und schon gar nicht im Portemonnaie. Könnte auch sein, dass dich hier eine Person oder ein Familienmitglied oder was auch immer es ist, finanziell ziemlich auf der Tasche liegt oder vielleicht auch bestiehlt oder ja, halt schmarotzt, ja, auf Deutsch gesagt, ne? Also sei hier mal ein bisschen aufmerksam, beobachte das. Vielleicht hast du auch einen Partner, der tendenziell, ich nehme das jetzt von oben runter, weil ich fühle, ich sollte das vielleicht noch sagen, die Fische können manchmal auch auf eine Sucht hin zeigen. Das könnte auch sein, dass du vielleicht hier einen Partner hast, der ein gewisses Spielsucht hat. Kontrollier das hier mal und bring es zur Sprache, wenn ich hier richtig liegen könnte. Eins ist klar, das wird ein Ende haben, Ende Februar, mit dem Tod hier. Er ist umgekehrt, das heißt, du wirst hier ein Ende setzen. Es könnte auch sein, dass du hier eine Arbeit beendest, wo man dich einfach hier schlecht bezahlt, aber ausgenommen hat. Was auch immer es ist, es wird aber ein natürliches Ende für dich sein. Und wir wissen, es ist auch eben ein Ende eines alten Kreislaufes. Es ist ein Stirb- und Werde-Prozess. Vielleicht hattest du auch Shopping-Sucht oder was auch immer es gibt, ja, wo man einfach zu viel Geld in etwas investiert. Kann auch, weiß Gott, vielleicht hast du wirklich investiert bei der Börse, wo auch immer. Dieser Kreislauf
wirst du beenden oder wird beendet sein, definitiv Ende Februar. Und ja, schau dir vielleicht dann die Märzlegung sicher auch noch an, ob das hier besser wird. Liebe und Beziehung, bitte. Wassermann, Februar. Liebe und Beziehung, Legung, Wassermann, bitte. Spirit, bitte. Liebe und Beziehung. Ich gebe dir hier auch am Ende noch eine Zusatzbotschaft mit dem wunderschönen Energieportalkarten. Nimmt mich auch schon wunder, welches Portal dich hier ein bisschen anleuchtet im Februar. Ja? Okay. Ich werde dir wie immer jede einzelne Karte zeigen. Ja, Wassermann, im Februar ist bei dir in Sachen Liebe und Beziehung ein bisschen Vorsicht angebracht. Ich sage es einfach mal so, es muss ja nicht stimmig sein. Schau dir sonst Aszendent, Mond und ganz speziell in Beziehung dein Venuszeichen an. Ich weiß einfach hier eins, hier könnte es sein, dass ein Partner oder jemand, den du kennengelernt hast in der Vergangenheit, hier mit dem Blumenstrauß dich einlädt oder eine Vergebung auch möchte, eine schöne Geste dir entgegenbringt, oder vielleicht hast du wirklich jemanden gedatet, hast ein super Gefühl hier gehabt, ja, das Ende Januar, Februar hinein mit dem Blumenstrauß, aber ich sehe hier die Masken kommen. Mal ein bisschen aufpassen, wenn die Masken kommen, dann könnte das auch ein bisschen ein falsches Gelübde sein, ich sage es jetzt mal so, ja, oder schau doch mal hinter die Maske deines Partners, vielleicht machst du hier auch Selbstschattenarbeit, das könnte auch sein, vielleicht müsste man hier auch tatsächlich mal tiefer ein Gespräch führen, was ist eigentlich wirklich hinter unserer Beziehung oder die Problematik hinter unserer Beziehung. Vielleicht machst du hier auch wirklich noch Forscharbeit, aber tendenziell mit den Masken sollte man sich achten, ob hier nicht falsche Masken getragen werden. Ich glaube, dass du hier irgend auf ein Geheimnis stößt. Aber ich glaube auch, dass das mediale Bild, dass du hier bei der Mondsichel noch diesen Anker hast, ich fühle, es könnte sein, dass du an einem Partner noch festhältst, lieber Wassermann, der dir eigentlich gar nicht gut tut. Warum auch immer das ist, das weiß natürlich du am allerbesten. Da müsste ich natürlich auch eine persönliche Legung mit dir tun. Ich weiß einfach eins, das wird definitiv in Sachen Liebe und Beziehung Gespräche geben. Mit der Route hier. Sie bedeutet Gespräche, aber auch Konsequenzen. Also es könnte hier eine Konsequenz geben aus den Dingen der Vergangenheit. Oder auch einfach wirklich eine Diskussion. Sie kann fruchtbar sein, wenn man sie reif angeht. Aber mach dich hier vielleicht mal gefasst darauf, dass es hier definitiv nicht diskussionslos an dir vorbeigehen wird. Und ich glaube, ich möchte die jetzt noch decken. Ich glaube, du solltest dieser Diskussion auch nicht ausweichen. Vielleicht bist es sogar du, der hier dieses ehrliche Gespräch einleiten wird. Vielleicht wirst du diese Person einladen und du wirst mit ihr klar sprechen. Ja, auch hier habe ich wirklich so eine verborgene Karte, siehst du, mit den Eulen. Es geht wirklich tief ins Unterbewusstsein, aber die Eule sieht im Dunkeln. Sie wird dich führen und leiten hier. Ja, wenn du tiefer schauen willst, dann buche doch bei mir eine private Legung hier. Ja, dann können wir das sicher noch viel, viel besser anschauen. Deine Situation hier im Februar. Ich würde aber dennoch sagen, weil allgemein sieht das eigentlich sehr positiv für dich aus. Ich glaube, es wird dir einfach sehr viel klar hier im Februar. Es ist ein bisschen ein Monat der Erleuchtungen, der Erkenntnisse. Jetzt bin ich gespannt auf dein Energieportal. Spirit, bitte.
für unseren Wassermann. Wenn ich übrigens mein Leben im Bus und als Online-Nomade und was privat manchmal bei mir alles noch ansteht, wenn dich das interessiert, lieber Wassermann, dann werde doch ein Kanalmitglied für 2,99 Euro nur im Monat. Der Link dazu ist auch unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen. Werde doch ein Teil meines Privatlebens. Spirit, bitte. Wassermann. Energieportal. Wie fühle ich? Merkaba Aktivierung. Wow, wow, wow. Die hatte ich jetzt echt selbst noch nie. Ich bin jetzt super gespannt, was die uns hier sagen möchte. Ich zeige sie nochmal, weil sie sind einfach unglaublich schön. Kaylee Gray Energieportal. Sie sagt Transzendenz, Aufstieg, du erhebst dich. Ich bekomme Gänsehaut von oben bis unten. Boah. Uiuiui, Wassermann. Ja, ich glaube, du gehst hier in ein ganz neues Leben. Mhm. Oh, habe ich Gänsehaut. Oh. Lass mich dir die Botschaft hier geben. Wo ist sie? Eieiei. Schwierig sein. Wo ist sie? Hier, meine Güte, entschuldige. 117. 117. Ich lese dir deine Botschaft. Du erhöhst deine Schwingung und ziehst wie ein Magnet die Präsenz und Weisheit des Lichtes an. Du befindest dich auf der Ebene des Aufstiegs. Wow, wow, wow. Wassermann, machst du eine Ausbildung bei mir? Wirst du zum Meistermagier? Oh, ja, schau sie dir mal an. Vielleicht willst du das erlernen. Das kann man nur bei mir erlernen. Das findest du so nirgends auf der Welt, das kann ich dir garantieren. Ja, mach den Aufstieg mit mir. Bei dem Aufstiegsprozess geht es nicht darum, diese Inkarnation oder Dimension zu verlassen, sondern Harmonie in diesem Leben zu finden. All die Aufmerksamkeit, Liebe und Fürsorge, die du deinem Körper hast zukommen lassen, helfen dir auf dem spirituellen Weg. Ein mächtiges Portal aus Licht umgibt dich jetzt und erlaubt dir, dich mit der göttlichen Matrix der uralten Weisheit zu verbinden. Sei dir der Informationen, Energien und Downloads bewusst, die du empfängst, da alles, was dich erreicht, deine Entwicklung beflügelt. Du bist dabei, dich auf die nächste Stufe zu begeben. Die Zeit ist gekommen, dich in die Lüfte zu erheben, Wassermann. Ja, nimm diesen Anker weg, ja, lass das Alte sein, geh ins Neue, werde, mach den Aufstieg mit den aufgestiegenen Meistern, wie auch immer, mach einen Workshop bei mir, erkenne dich selbst, mach eine Ausbildung, du bist reif dafür. Ich hab Gänsehaut. Ja, Wassermann, ich wünsche dir hier ganz viel Licht und Liebe. Ich freue mich ganz, ganz besonders wieder auf dich und ich freue mich für alles, was du mir von Herzen entgegenbringst. Eine Spende für meine Reisen, ein Like, ein Kommentar. Schön wäre es, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Was auch immer. Ich freue mich. Ich habe so eine tolle Energie hier für dich, trotz allem. Und ja, bis bald, liebe Wassermann. Tschüss.